Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 Karrieremodus mit dem HSV. Und mal wieder spielt gerade keine Musik ab, mal wieder ein kleiner FIFA 13 Bug, aber die sind wir ja gewöhnt. Wir machen weiter mit einer erfreulichen Nachricht nach der 1:3 Niederlage in Nürnberg. Luis Holpi hat unser Vertragsangebot für 4 Jahre akzeptiert. Er freut sich, die Mannschaft kennenzulernen. Da zögern wir nicht mehr, wir nehmen es direkt an. Dann haben wir noch ein verbleibendes Transferbudget von 5 Millionen und Gehaltsbudget von 78.000 knapp. Meinung Geschäftsführer, das scheint machbar zu sein. Der Spieler ist bezahlbar und nicht abgeneigt. 10,5 wert, sein Vertrag läuft aus, wir bezahlen ganze 10 Millionen. Das ist zwar happig, aber wir brauchen Verstärkung, vor allem im zentralen Mittelfeldspieler. Ein junger deutscher Spieler, der Kapitän der U21-Nationalmannschaft, steht uns, glaube ich, gut zu Gesicht. In Real Life wechselt er ja nach England zu den Tottenham Hotspurs. Gratulation. Und jetzt müssen wir noch Theo Walcott ranholen. Ja, Luis Holtby, ich weiß nicht, ob er sich in England bei den Tottenham Hotspurs wirklich durchsetzen wird. Verein mit hohen Ambitionen. Tabellendritter momentan in der Premier League. HSV verpflichtet Luis Holtby für 10 Millionen. Es ist eine Ehre für mich, bei so einem prestigeträchtigen Verein mitzuspielen. Das freut uns doch. Der jüngste Transfer, 10 Millionen, Luis Holpi, da sehen wir es rechts nochmal. Der zweiteuerste Transfer der Winterpause. Rudnes war sogar der drittteuerste. Wahnsinn. Ja, ob Wilkert jetzt wirklich Arsenal treu bleibt noch abzuwarten. Hier noch ein paar andere Transfer-News. Jonas fahren wir mit Wolfsburg. Die wollen wirklich einen Stürmer holen. Ach, und Nürnberg will jetzt Dropny holen, nachdem die gesehen haben, wie einfach dem ein paar Dinge einzuschenken sind, wollen die den auch noch haben. Mysteriös. Gentner verletzt. Bayern schafft nur 0-0. Huntelaar will von Schalke weg. Bayern sind noch auf der Suche nach einem Stürmer. Warum holen die sich den nicht mal daran? Unser nächstes Spiel, Heimspiel gegen Frankfurt. Schauen wir mal ganz kurz auf die Bundesliga-Tabelle. Dortmund wieder Tabellenführer mit einem Punkt vor den Bayern. Dann kommen Schalke und Leverkusen, Wolfsburg und Frankfurt. Aber die haben jetzt alle schon fast alle ein Spiel mehr als wir. Freiburg und Düsseldorf haben sogar erst nur 17 Spiele. Ja, das wird enger und enger an die internationalen Plätze da ranzukommen. Wir müssen diese Rückrunde wirklich extrem uns steigern. Da sehen wir jetzt Van der Vaart und Großkreuz, zwei HSV-Rauten in der Top Torschützenliste. Und wir haben ja auch Luis Holpi jetzt geholt. Der ist der Führende in der Vorlagenliste mit 6 Vorlagen. Aber die hat natürlich alle bis jetzt für die Schalker natürlich gemacht. Trotzdem liest sich das eigentlich ganz gut. 6 gelbe Karten bereits für Rode und Maffrey. Rode steht auch noch auf unserer Wunschliste. Aber den können wir uns momentan abschminken. Wir können mal ganz kurz gucken. Bei Transferverhandlung. Wir haben Weltkurs, glaube ich, 75.000 geboten, ne? Genau. Das passt ja dann genau noch so ins Budget. Okay, Ilicevic wechselt ja im Tausch dann noch mit. Und wird ein bisschen Gehaltsbudget zumindest noch frei. Wir wollen ja noch Peter Jiracek verkaufen. Genau, der steht auf der Transferliste. Von Inge könnten wir vielleicht dann noch ein weiteres Talent uns ranholen. Wir haben zwar jetzt sehr viel geholt, aber eins geht ja vielleicht noch. Denn eine richtige Verstärkung, wenn wir Jiracek verkaufen, kriegen wir auch nicht mehr von dem Geld. Ansonsten sieht das, denke ich, glaube ich, ganz gut aus. Vielleicht noch ein paar Spieler verleihen, das wäre optimal, wenn wir das noch hinkriegen könnten. Erstmal können wir Luis Holpi jetzt eine Rückennummer verpassen. Und zwar bekommt er gute die 10. Die 14 habe ich extra frei gemacht für Theo Walcott, wenn er denn kommt. Dafür kriegt man der die 13. Und ich will erstmal, glaube ich, Jan Kirchhoff da rausnehmen aus der Startelf. Das haben wir gegen Nürnberg gesehen, so zwei. Wie groß seid ihr eigentlich? 1,95 und er ist 1,92 nur, okay. Hab ihn größer in Erinnerung, aber egal. Lufthoheit hat er. Da kriegst du hingegen nicht. Aber eine bessere Stärke. Ja, wir nehmen erstmal Kirchhoff gegen. Da ist die Frage, gegen wen eigentlich? Gegen Mencien oder gegen Ginter? Ich nehme erstmal gegen Mencien raus. Haben wir zwei deutsche Talente da auf der Bank. Und Luis Holpi muss natürlich auch mit rein. Ist jetzt die Frage, wer dafür geht. Rincón wahrscheinlich erstmal. Aber wer aus der Startelf vor allem dann rausgeht.
ich will schon fast sagen, Beister. Du kommst dafür auf die Position. Tausch mit Badell. Caligiuri geht dann auf links, sollte Velcott kommen. Wenn nicht, dann bleibt Jansen halt erstmal auf links da stehen. Oder Großkreuz kommt erstmal rein. Das ist natürlich auch noch eine Alternative. Dann haben wir statt Beister ins. Ich würde Rincon gerne noch mit auf die Bank hauen. Elicevic wird dann hoffentlich bald wechseln. Und so bleibt ins erstmal nur ein Platz auf der Tribüne. Das ist auch ein bisschen doof, aber da haben wir so viele Defensivakteure. Dann können wir vielleicht noch eine der beiden Innenverteidiger rausnehmen. Mal schauen, wie wir das dann machen. Das will ich mir vor dem Spiel gegen Frankfurt nochmal genauer überlegen. Wir gehen ein bisschen noch weiter voran im Kalender. Vorher noch den Pressetermin kurz wahrnehmen. Wie haben wir eigentlich im Hinspiel gespielt? Wir können uns auch immer zum Rückspiel dann äußern, aber was tun wir? Nicht den HSV, ich wollte einen Spieler. Heute wird auch schon 3 gelbe Karten, genauso viel wie Großkreuz. Wow, die haben auch schon zugelangt. Ja komm, loben wir mal den Kevin. Den Großgotz lobt unfairen Großkreuz. Wieso ist der unfair? Egal. Unfair, weil er so viele Tore macht vielleicht. Egal, wir pressen ein bisschen voran. Hoffen, dass sich der gute Engländer Theo Walcott jetzt noch meldet. Und vor dem Frankfurt-Spiel würde ich dann nochmal sagen, Huntelaar muss gehen, wow. Abgelehnt, ach. Und ich habe aus Versehen oft eher nochmal 2 Anfragen losgeschickt, weil ich gucken wollte, wie lange die Verträge noch laufen. Einmal von Musa, die wollen 4,6 Millionen. Und Scott Parker, die wollen 3,5 Millionen. André Villas Boss. Erst bekommen die Holby nicht und jetzt nur Scott Parker, mein Lieblingsspieler, den abkaufen. Nee, machen wir nicht, wir haben sowieso kein Geld. Oh Mann, Fio, was ist denn da los? Ich habe Ihr Angebot mit meinem Berater geprüft. Wir können dem leider nicht zustimmen. Grund, mir gefällt es hier und ich möchte mich eigentlich nicht neu orientieren. Aber man könnte mich überzeugen. Sprich, noch mehr Kohle. So, Fio. Wie viel Gehaltsbudget haben wir momentan? Ich will ihm dann 80.000 bieten. Sehe ich nirgendwo noch mein restliches Gehaltsbudget? Egal, wir schicken es auf jeden Fall mal ab. Falls wir jetzt noch nicht 80.000 im Gehaltsbudget haben, können wir das mal eben verschieben. Oh, Walcott, du musst aber gehen. Huntelaar, der muss gehen. Huntelaar steht frei, den FC Schalke zu verlassen. Finde ich mal interessant, wo der hingeht. Oh, ho, 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 ho. Barcelona gewinnt Rennen um Mario Gomez. FC Barcelona hat Mario Gomez, den 27. Stürmer vom FC Bayern, für eine Ablöse im Bereich von 41 Millionen Euro geholt. Der FC Barcelona Boss sagt, dieser Junge ist ganz nach dem Geschmack unserer Fans. Naja, gut, dann wäre der Weg doch eigentlich frei für Huntelaar zum FC Bayern. Jack Parker, okay, die Nachrichten stimmen jetzt nicht unbedingt. Düsseldorf Augsburg 1-1, Huntelaar muss tatsächlich gehen. Da steht es rechts auch nochmal, Gomez für 41 Millionen zum FC Barcelona. Naja, was haben wir hier noch? Okay, ein paar Gerüchte halt noch dazu. Na, ich glaube, da kann sich Bayern noch einen besseren ranholen. Ein Stürmer, der ein bisschen flexibler ist als Mario Gomez, oder? Waren ja einige Spieler schon im Gespräch. Bin ich mal gespannt, wo Huntelaar hingeht und wen Bayern als Ersatz holen wird. So, jetzt wollte ich nochmal ganz kurz bei der Budgetzuweisung. Da, oh, haben wir nicht mal 80.000. So müssen wir das dann machen. Jo, das passt dann ganz genau. Ich hoffe, er nimmt das dann wirklich jetzt mal an. Bitte, Theo. Oh, nicht irritiert, dass wirklich gerade keine Musik im Hintergrund läuft. Das gute, alte, verbackte FIFA. Oh, wir sind sogar im Abstiegskampf nur 5 Punkte von dem Relegationsplatz weg. Und wir kommen noch eine E-Mail mit einem Transferangebot für Dropny. Ne, den können wir jetzt leider nicht verkaufen.
Erst recht nicht für 800.000. Nee, Drobny bleibt auf jeden Fall bis zum Saisonende. Und wir schauen uns dann im nächsten Jahr nach einem neuen Torwart um. Das mit Theo Walcott wird also nichts erstmal. Vorerst, zumindest zum Spiel gegen Frankfurt noch nicht. Hohe Erwartungen an Dubitant Holtby. Ja, ich habe auch hohe Erwartungen an ihn. Ich hoffe, er kann denen gerecht werden. Und auch Ivancic schockiert Mainz mit Transferanfrage. Der anscheinend wichtigste Spieler von Mainz 05 will auch weg. Nachdem Hüntelaar schon weg wollte, mal sehen, ob Ivancic damit durchkommt. Sukari will nicht zu Eintracht Frankfurt. Ja, hier lehnen einige ab. Und wieder einige Gerüchte mit dabei. Okay, dann könnte ich theoretisch schon kurz aufstellen, wobei das mache ich dann erst. Habe ich eigentlich schon gemacht, aber ich gucke mir die Aufstellung vor dem Spiel dann nochmal genauer an. Vielleicht werde ich wirklich meine Systemumstellung durchführen. Aber als letztes will ich nochmal ganz kurz auf die Nationalmannschaft eingehen. Dort muss ich ja, glaube ich, bis zum 27. Januar oder so noch meine Mannschaft einreichen. Gucken wir mal, wen wir da so haben. Drei Keeper, ach Gott, ich glaube, das ist schon unser Schwachpunkt. Die Keeper sind nicht so besonders. Cooper, wer ist er denn? 33, okay. Dann ein 23-Jähriger, okay, afrikanische Keeper sind sowieso nicht so bekannt dafür, die Besten ihrer Zunft zu sein. Verteidiger haben wir ein bisschen wenig. Aurier vom FC Toulouse, den haben wir auf unserer Wunschliste. Bamba, wo ist der eigentlich untergekommen? Der war mal lange bei Leeds United. Tiene, Boca, Kolo Touré, ganz klar. Dumbia, Angua, also Verteidiger haben wir nicht so viele. Aber im Mittelfeld wird es schon besser mit den zwei Sechsern. Touré, Yaya Touré und Hioté. Eboué haben wir auch noch von Galatasaray, den können wir als Rechtsverteidiger aufstellen. Romaric, Yipiapo, Dubai, viele für das Zentrale hier. Gradel. Okay, du bist auch eher so ein Außenstürmer. Und bei den Stürmern, da haben wir ein, hoppala, überragendes Angebot. Drogba, Dumbia, der im Spiel zu Lyon gewechselt ist. Gervinho von Arsenal, Abdul Kader Keita, Salomon Kalou und Traoré. Alle über eine 78 hier mindestens. Sechs gute Stürmer. Sokora will ich auf jeden Fall ins Team holen. Für Yipiapo, du gehst mal raus. Und da haben wir noch so viele gute Stürmer im Angebot. Abdul Kader Keita. 31 mittlerweile. Ja, das wäre so ein Kandidat, den man gegen einen Jüngeren austauschen könnte. Boni zum Beispiel. Also bist eher der Mittelstürmer-Typ. 24. Ja, wir brauchen aber auch vor allem ein paar Außenstürmer noch. Aruna Kone, von dem ich persönlich sehr viel halte. Ja, Konan von Hannover, im Spiel zu Bayer Leverkusen gewechselt. Angan, wer ist er denn? Ich glaube, er spielt in Holland, kann das, in Norwegen kann das sein. Wen haben wir hier? Gosso, nee. Ciriak, den haben wir auch auf unserer Wunschliste von Anderlecht, verletzungsanfällig. Junger Mann. Sakpo haben wir hier noch. Sissoko, der steht ja bei Wolfsburg unter Vertrag. Wie komme ich weiter? Achso, hier komme ich weiter. Sanogo, natürlich, den holen wir. Kua Martin, ich glaube, das ist auch so ein junges Talent, oder? Ne, doch nicht. Bamba, ah, dann wird es hier auch schon sehr eng. Ja, also hier können wir, brauchen wir gar nicht mehr zu gucken. Aber GDML will ich mal reinnehmen als Verteidiger-Alternative noch. Habe ich den jetzt für Keita reingeholt? Oh ja, aus Versehen. Den dritten Tor brauchen wir jetzt nicht. Die Bohr geht mal raus. Ah, ja, kommt Boni, kommt mal mit rein. Ah, Traoré ist auch so ein Brechertypen, ne? 2,2 Meter, wow. Okay, dann halten wir drei Brechertypen mit Drogba auch noch. Ne, da will ich dann lieber noch einen Flügelstürmer nehmen. Dann geht Boni doch wieder raus. Kone kann auf dem Flügel spielen. Da wollen wir Aruna Kone noch reinholen. Machen wir mal. Gradel haben wir dann noch als Flügelalternative. Und dann war es das auch schon. So viel Spielraum haben wir nicht. Vor allem in der Innenverteidigung nicht. Da könnte man Sokora auch noch hinstellen. Der kann das auch.
Werden wir sogar schon fast machen müssen, wenn ich das so sehe. Oder eben Bamba. Ja, da sind uns wirklich nicht viele Alternativen gegönnt. Komm, nehmen wir Dumbia auch noch gegen einen Stürmer raus. Das ist die Frage, gegen welchen denn? Den jungen Syriak? Dann könnte ich den mal ein bisschen testen in der Nationalmannschaft. Sind ja sowieso nur Testspiele. Und wenn er mir da gefällt, dann kann ich ihn ja eventuell verpflichten. Das ist doch eine Idee, oder? So machen wir das mal. Nehmen wir den kleinen guten Syriak noch mit rein. Ja, ich glaube, dann passt das auch so. Oder Traoré gegen Keita. Oder gegen Boni. Oder gegen Jakonan. Oh, das ist so schwierig. Oh, im Sturm haben wir so viele Alternativen. Da könnte man ja schon fast kotzen vor Freude. Ne, lassen wir das mal so dann laufen. Wie komme ich raus? Mit Start. Okay, dann können wir auch noch mal ganz kurz die Aufstellung machen, oder? Oder auch nicht? Mannschaft absenden. Wie hier? Ach, da ist das Teammanagement. Aber ich denke, ja, die spielen mit einem 4-3-3, wie ich mir dachte, mit zwei Flügelstürmern. Aber das werden wir uns dann vor dem Länderspiel gegen Kamerun am 2. Februar dann anschauen. Vorher stehen noch zwei Bundesliga-Partien an, zwei Heimspiele gegen Frankfurt und Bremen, bevor dann die Länderspielpause kommt. Und dieses nächste Spiel gegen den Tabellensechsten aus Frankfurt. Wenn wir das gewinnen, dann können wir eventuell auch dieses Wenn, eventuell. Ich muss es mir abgewöhnen. Wir gehen jetzt das Spiel gegen Eintracht Frankfurt ran. Wo natürlich zu Hause die 3 Punkte holen. Und vor allem eine bessere Leistung zeigen als gegen Nürnberg. Mit Luis Holtby als neuen Spielantreiber bin ich da ein bisschen zuversichtlich auf jeden Fall, dass das klappen wird. Auch ohne Musik, irgendwie ein komischer Part, so komplett ohne Musik. Vielleicht werde ich irgendwas hinterlegen oder so, wobei werde ich sowieso nicht machen. Lass mir das. Ich beende diesen Part von Let's Play FIFA 13 Karrieremodus mit dem HSV. Seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt HSV gegen Eintracht Frankfurt. Ciao, ciao, euer Killer.